So, dann wünsche ich wieder einen schönen Abend und herzlich willkommen zur Abendshow von JFD Brokers. Heute kann man den DAX relativ schnell begutachten. Aber zunächst einmal wieder der allgemeine Risikohinweis. Sollte aber jeder kennen. Und dann geht es auch schon zum Index Future, also der, in den Future eben abgebildet wird. Und hier gab es eben vor Weihnachten noch am 23. einen Ausbruch über dieser Trendlinie, die aber eben heute dann nicht bestätigt worden ist auf Xetra-Basis. Also hier war leichtes Fehlsignal. Allerdings eben auch erwähnt worden in dem Video, dass es gar nicht im Prinzip so schlimm ist, solange sich eben der Index oberhalb ja, von 10.450 bzw. eben auch von 10.640 bzw. 10.660 aufhält. Hier gab es eben leichten Absacker darunter, aber zum Handelsschluss konnte sich der Index wieder an die 10.700 Punkte hocharbeiten. Bleibt aber immer noch in der Abwärtstrendlinie. Hier ist ein einfacher Chart vom Xetra-Handel. Hier sieht man eben eindeutig, dass es keinen Stundenschluss über dieser Kerze gab, also auch nicht wirklich ein Fehlsignal. Und dann eben hier an der Unterstützungslinie. Wichtig jetzt für morgen, dass diese Trendlinie gebrochen wird. Und dann sehen wir, ja, dürften wir einen lockeren kurzen Short Squeeze sehen, mindestens bis 10.000 oder sollte mindestens bis 10.830 gehen. Und im besten Fall schauen wir kurz auch im Tageschart, wo hier Widerstände lauern. Hier ist eben auch das alte Hoch zu benennen und anschließend ja, circa eben 10.900 Punkte. Also hier, wenn man es hier ganz genau hinschaut, konnte sich genau über der Wolke die Wolke verteidigen. Und somit ist hier die Aufwärtsbewegung noch intakt, beziehungsweise auch würde es ein schlüssiges Bild geben, solange wir hier über eben 10.650 notieren auf Schlusskursbasis. Morgen ist eben auch wieder wichtig, sowieso über 10.600 Punkte zu handeln. Ja, umsonst ist eben abzuwarten für neue Longs dieser Bruch dieser Trendlinie auf Stundenschlussbasis. So, das war jetzt erst einmal alles zum DAX. Kommen wir zu den Setups. Hier habe ich heute zwei neue vorgestellt. Hier noch ein kleines Bild hingemalt. Hier könnte eben die Deutsche Bank nochmal ja, knapp unter die 22 Euro fallen, aber dann sollte eine weitere Aufwärtsbewegung stattfinden, ob jetzt hierher oder eben auch bis zu der alten Marke 23 Euro. Muss man sehen, hier also dann den Stopp nachziehen. Im Gold bleibt weiter tricky. Ja, knapp unter dem Unterkante geschlossen, aber eben noch über dieser Marke. Das wichtige Signal habe ich ja hier eben benannt. Jetzt wäre eben nochmal Schlusskurs oder überhaupt nochmal ein Kurs über 1082 nötig, um hier ein richtiges Kaufsignal auszulösen. Euro, US-Dollar, da gefällt mir die heutige Tageskerze nicht. Kam wieder zurück zur Unterkante und ist eben genau an der, fast genau an der 1,10er Marke abgeprallt. Aber wie gesagt, hier sollte, wäre jeder, der sich hier dem Chartbild gewidmet hat, im Plus sein und selbstständig jetzt aussteigen. Ich werde jetzt hier auch das Setup dann eigentlich wegnehmen. Im Pfund gegen US-Dollar gab es einen leichten Rückfall. Aber man sah, dass eben hier auch kein Schlusskurs im Rainbow stattfand. Also war hier eben auch
noch nicht wirklich das bullische Signal vom Rainbow Indikator aktiv. Der Rückfall ist jetzt zwar ein bisschen unschön, aber ja, könnte eben nochmal kurz zu der Unterkante, aber nicht auf Schlusskursbasis. Die Marke sollte auf definitiv nicht auf Schlusskursbasis ausgelöst werden. Sonst nochmal ein kleines Tief wäre möglich. Zum US-Dollar, japanischen Yen, habe ich heute eine neue Analyse veröffentlicht. Entweder kann es direkt fallen oder nochmal an diese Aufwärtstrendlinie ranlaufen und dann nach unten abprallen, wie man eben hier schön sieht. Widerstandsband und den Stopp eben dann darüber hinsetzen. Und das andere neue war WTI-Öl, diesmal nicht Brent. Hier habe ich, als der Ölpreis hier an den EMA 200 lief, habe ich diesen Prognosepfeil veröffentlicht. Wenn ich diesen jetzt eben hier hinschiebe, sieht man, der erste Move ist perfekt vollstatten gegangen. Dann sollte eben nochmal ein Rücklauf an die Trendlinie, könnte auch eben leicht runter, ist auch passiert. Was jetzt eben nicht passieren darf, ist hier ein deutlicher Bruch dieser Trendlinie und der Stoppkurs liegt eben doch noch deutlich tiefer. Also hier ist noch nichts Großartiges passiert, beziehungsweise nichts Un- oder Überraschendes noch. Allerdings hier weiter drunter zieht es natürlich nicht mehr bullisch aus. So, das war's. Danke fürs Zuhören und wir sehen und hören uns noch morgen. Danke.